Ich bin Kette. Und das ist meine beste Freundin, Kette und Party. Okay. Liebe waren, das Zeugs drinnen ist total krass teuer, aber das Zeugs, das wir finden, ist total krass günstig. Du solltest einfach total krass zuschlagen. Ich meine, wo bekommt man Waffen oder Essen oder wir haben es im Müll gefunden? Es ist guter Müll. Es ist wirklich guter Müll. Herkunft des Mülls? Wo kommt der Müll her? Wo wir den Müll herbekommen? Naja, im Schrottladen, wo denn sonst? Meistens in Waterfall. Ich habe eine Pistole in einer Mülltonne gefunden. Okay. Oh mein Gott, Metaton! Er ist wie mein Robotergatte. Ich denke, wir werden ihn beide heiraten. Wir sind beide praktisch bereits mit ihm verheiratet. Ja, naja, weiß es nur noch nicht. Okay. Dr. Alphys hat Metaton gebaut, richtig? Das ist, was man so erzählt. Aber Metaton verhält sich immer, als wäre seine Konstruktion irgendwie seine Idee gewesen. Und selbst nachdem er gebaut wurde, verhielt er sich, als wäre Alphys eine alte Freundin. Aber sie sind keine Freunde mehr. Ja, nicht wie ich und Bratty. Beste Freunde für immer. Oh mein Gott, Alphys, sie lebt mal an unserer Straße. Sie war wie eine große Schwester. Ich meine, wenn dich deine große Schwester auf Ausflüge zur Müllhalde mitnimmt, sie hat uns die coolsten Orte zum Müllsammeln gezeigt. Sie hat immer diese komischen Kartons gesammelt. Dann wurde sie die königliche Forscherin. Ja, wir haben sie schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, also Alphys hat immer gedacht, Askor wäre super süß. Also ich bin mir sicher, sie hat Metaton gebaut, um ihn total zu beeindrucken. Ein Roboter mit einer Seele, das ist wirklich super relevant für seine Hobbys. Nachdem Askor Metaton sah, wollte er, dass sie all das Forschungszeugs für ihn erledigt. Aber niemand hat bisher irgendetwas von ihr gesehen. Oder zumindest sie. Sie muss wirklich den ganzen Tag im Labor bleiben. Sie lebt wie ein kleines Mädchen. Ja, genau wie wir. Lieber Askor. Oh mein Gott, er ist ein totaler Trottel, heißt ein großer, pelziger Doofkopf. Doofkopf? Ich liebe diesen Typen, er ist irgendwie so nett. Gott, wir sind irgendwie so hype auf die Zerstörung der Menschheit. Okay. Zeig's mal, was habt ihr denn da? Junkfood, Teil 17 HP. Total bis später und so. Okay. Hey, ich habe gehört, du besuchst den Chor. Möchtest du vorher mit mir etwas essen gehen? Klar. Wunderbar, danke, dass du mich versorgst. Was? Hier drüben, ich kenne eine Abkürzung. Oh. Was Romantisches? Wie was? Nun, da wären wir. Also, deine Reise ist fast vorbei, wie? Du musst wirklich nach Hause wollen. Hey, ich kenne das Gefühl, Kumpel. Dennoch, manchmal ist es besser, bei dem zu bleiben, was man dir gibt. Hier unten hast du Essen, Trinken, Freunde. Ist das, was du tun musst, wirklich die ganze Sache wert? Ach, vergiss es. Ich zähle auf dich, Kind. Hey, lass mich dir eine Geschichte erzählen. Ich bin ein Wachmann in Snowdenwald, richtig? Ich halte Ausschau nach Menschen. Es ist langweilig. Doch glücklicherweise gibt es tief im Wald eine riesige verschlossene Tür.
Das ist perfekt, um Klopf-Klopf-Witze zu üben. Eines Tages haue ich sie wieder wie üblich heraus. Ich klopfe an die Tür und sage Klopf-Klopf. Und plötzlich, von der anderen Seite der Tür, höre ich die Stimme einer Frau. Wer ist da? Also sage ich wie gewohnt, Feuer. Feuerwehr? Wo brennt es? Dann bricht sie in Gelächter aus, als wäre es der beste Witz, den sie in den letzten Jahren hörte. Also mache ich einfach weiter und sie lacht ohne Ende. Sie ist das beste Publikum, das ich jemals hatte. Dann, nach einem dutzenden Witze, klopft sie an die Tür. Klopf, klopf. Ich sage, wer ist da? Disco. Disco wer? Disconnected. Wow. Ich brauche wohl kaum zu sagen, dass diese Frau extrem gut war. Wir haben uns gegenseitig über Stunden Witze erzählt. Irgendwann musste ich dann gehen. Papyrus wird ohne seine gute Nachtgeschichte recht launisch. Aber sie erzählt mir, ich solle wieder vorbeikommen, und das tat ich. Und dann wieder, und wieder. Und wieder, es hat jetzt System. Wir erzählen uns schlechte Witze durch die Tür, und es ist super. Eines Tages fiel mir jedoch auf, dass sie kaum lachte. Also fragte ich sie, was denn los sei. Dann erzählte sie mir etwas Seltsames. Wenn jemals ein Mensch durch diese Tür kommen sollte, kannst du mir bitte, bitte etwas versprechen? Pass auf ihn auf und beschütze ihn. Eigentlich hasse ich es, etwas zu versprechen. Und diese Frau, ich kenne noch nicht mal ihren Namen. Aber jemand, der schlechte Witze über alles liebt, hat eine Rechtschaffenheit, bei der man nicht Nein sagen kann. Verstehst du, was ich damit sagen möchte? Das Versprechen, das ich ihr gegeben habe, weißt du, was passiert wäre, wenn sie nichts gesagt hätte, Kumpel? Du wärst zu dem Zeitpunkt bereits tot. Hey, bleib locker, Kumpel. Ich mache nur Witze. Außerdem habe ich mich bei deinem Schutz nicht gut geschlagen. Ich meine, sieh dich nur an. Du bist nicht einmal gestorben. Hey, was soll dieser Blick denn bedeuten? Liege ich falsch? Hä? Nun, das ist alles. Pass auf dich auf, Kind. Denn jemand sorgt sich wirklich um dich. Als ich hierher kam, stellte ich fest, dass ich nicht reserviert hatte. Aber ich wollte mir nichts anmerken lassen, also ging ich weiter. Jetzt bleibt mir nur, drauf und diesen Benjamini zu essen. Früher haben wir Labyrinthe und Rätsel erschaffen, um Angriffe zu vereiteln, aber jetzt ist es eher eine schlimme Tradition, kurvig und verwirrend zu bauen. Du kannst keine 2 Meter laufen, ohne von Kopf bis Fuß in Rätseln zu stecken. Hä? Ich arbeite im Chor. Das Innere ist ein Labyrinth aus tauschbaren Teilen. Das bedeutet, wir können die Räume anordnen, wie es uns gefällt. Junge, heute war ein toller Tag. Ich liebe Rätsel. Ich bin hier der Comedian. Ich bin sehr witzig, die Leute lachen über meine Witze, aber mein Sohn, er wollte genau wie sein Vater ein Comedian werden. Aber seine Witze, sie sind nicht witzig. Er macht furchtbare Wortwitze, er beschämt unsere Familie. Ha 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 ha, das ist nicht witzig. Seit seine Mutter starb, konnte er einfach nicht mehr zu Hause leben. Also ist er weggerannt. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Ich bin ein furchtbarer Vater. Ha ha ha. Das ist nicht witzig. Das stimmt, das ist nicht witzig. Blub, blub. Sie müssen einen Tisch reservieren, um hier zu essen. Sie müssen Ihren Stuhl, Ihr Silberbesteck, Ihr Essen, Ihr...
königlicher Gedenkbrunnen gebaut. Letzte Woche gebaut. Selbst wenn sie nur eine Nacht bleiben, garantiert die MTT Zuflucht gute Erholung. Sie gehen nur durch? Toll. Die MTT Zuflucht ist bekannt, dass Leute hier durchgehen. Ja dann. Ja, wir wissen, der Aufzug in die Stadt funktioniert nicht. Aufgrund dieses Unfalls sind die Zimmerpreise reduziert worden. 200 Gold der Raum? Interesse? Nein. Lass uns wissen, wenn du dich umentscheiden solltest. Habe einen funkelnden Tat. Ja, ich werde heute nicht zu Hause sein. Ich denke, in meinem Schatzhort liegt noch kalte Pizza zum Aufwärmen. Dieser Aufzug führt direkt in die Hauptstadt, aber er ist ausgefallen. Das Hotel gibt sein Bestes, alle unterzubringen, die hier festhängen. Als Schleim bin ich empört. Der Aufzug wird benutzt. Der Aufzug ist außer Betrieb. Habe einen funkelnden Tag. Wie, wer sind die denn? Hier sollte doch keiner so sonst sein. Naja, wir sollten uns darüber keinen Kopf machen. Bereit? Es ist soweit! Nimm den Aufzug zur Spitze des Chors. Und dann? Hey, warum versuchst du nicht erst den Aufzug zu nehmen? Dieser magische Söldner sagt nur magische Worte, abracadabra. Schnicki die Schnack. Schnicki die Schnack. Sind hier so viele Monster? Naja, das ist doch kein Problem, oder? Wir müssen einfach weitermachen. Der Aufzug ist ja kaputt, oder? Der Aufzug ist außer Betrieb. Was? Der Aufzug sollte funktionieren. Na gut, geh einfach nach rechts und dann geradeaus. Woher kommt dieser Abgrund? Hier solltest du weitergehen können. Nee, oder? Ja, dann gehen wir auf der linken Seite weiter. Wollte ich eigentlich eh machen. Jetzt schauen wir mal, was da alles passiert jetzt da. Ja,
scheint, als könntest du nicht weiter, bis du den Schalter aktivierst. Aber dann werden sich diese Laser einschalten. Scheint, als kämen sie in dieser Reihenfolge. Orange, orange, blau. Oh mein Gott, bist du verletzt? Tut mir leid, ich habe dir die falsche Reihenfolge gesagt, ja. Ich hab's gemerkt. Ist alles in Ordnung? Geh einfach weiter nach rechts. Eine Kreuzung. Versuche nach rechts zu gehen. Warte, nein, ich denke, du solltest nach oben. Ja. Gute Nacht. Versuch erstmal den rechten Weg. Mehr Laser, ja, okay. Ich werde diesmal nicht versagen. Ich deaktiviere einfach diese Laser und es kann weitergehen. Sie gehen nicht aus, ich kann sie nicht ausschalten. Ja, ist schon in Ordnung. Ich habe alles im Griff. Schalte den Strom für den ganzen Knoten ab. Dann ist es aber wieder finster, oder? Aber die aktivieren sich jetzt sicher. Okay, das waren wirklich viele Laser. Warte, halt. Er schaltet sich wieder von selbst ein. Verdammt. Das sollte nicht passieren. Ich schalte ihn wieder ab. Wenn der Strom weg ist, bewege dich ein wenig und halte dann an. Okay, du wirst unversehrt bleiben. Klick. Ah. Noch ein kleines Stück. Siehst du, ich habe alles unter Kontrolle. Alles ist unter Kontrolle. Klick. Die Anrufe sind jetzt schon nervig. Okay, du solltest, weiß nicht. Das ähnelt meiner Karte kein bisschen. Tut mir leid, ich muss gehen. Norden, Pfad des Kriegers, Westen, Pfad des Weisen. Und jeder Pfad führt zum Ende. Und was ist da? Osten. Löse dieses Rätsel und das Ende wird sich öffnen.
Dun, dun, dun.